Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une vie fra le monde. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also falls euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf Instagram. Und falls ihr diesen Kanal gerne schaut und unterstützen möchtet, könnt ihr mir einen virtuellen Kaffee kaufen auf Buy Me Coffee. Der Link ist in der Infobox. Die Idee ist quasi, dass ihr mir einen virtuellen Kaffee finanziert. Das sind nur ein paar Euro. Und das hilft mir bei meiner Arbeit hier auf YouTube. Und vielen Dank an alle, die mir schon einen Kaffee gekauft haben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass ich einen spendiert bekommen habe. Heute gibt es ein etwas persönlicheres Video. Ich werde euch 10 Dinge verraten, ohne die ich nicht mehr leben kann. Also 10 französische Dinge, die ich so toll finde, dass ich sie im Alltag nicht mehr vermissen möchte. Und ich würde mich sehr freuen, in den Kommentaren zu lesen, was Dinge sind, die ihr an Frankreich total toll findet und auf die ihr nicht mehr verzichten möchtet. Es fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Jetzt schreit ein Kind. Gleich haben wir es. Die erste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, ist es, Arzttermine online ausmachen zu können. In Frankreich gibt es eine Webseite, die heißt Doctolib, ist keine Werbung und nicht gesponsert. Auf jeden Fall sind da inzwischen so viele Ärzte, also fast alle Ärzte, und man kann da ganz einfach online Termine ausmachen. Das heißt, man muss niemanden anrufen, man hängt in keiner Warteschleife. Und vor allem, was richtig cool ist, ist, dass man oft sehr spontan Arzttermine dadurch bekommt, weil die Leute ihren Arzttermin vielleicht 10 Minuten vorher absagen. Also sehr oft habe ich noch am selben Tag einen Facharzttermin bekommen. Und ich weiß, in Deutschland gibt es inzwischen teilweise auch mal Online-Terminvergabe, aber eben noch nicht so flächendeckend wie hier. In Deutschland habe ich teilweise Jahre gefühlt gewartet auf irgendwelche Arzttermine. Ich musste mal 10 Ärzte anrufen, um überhaupt einen Termin zu bekommen, hing in der Warteschleife, dann wurde aufgelegt. Ich habe echt Nervenzusammenbrüche gehabt, einfach nur, weil ich einen Arzttermin ausmachen musste in Deutschland. Und dann komme ich nach Frankreich und man kann alles online machen und das auch eben damals schon vor 6 Jahren. Und ich fand das so toll. Ich fand es mega. Und ja, es passiert wirklich sehr selten, dass ich einen Arzt anrufen muss. Also es ist wirklich selten, also hat wirklich Seltenheitswert und gut, das ist dann irgendwie ab und zu mal, aber fast alles mache ich online und ja, natürlich aus Datenschutzsicht kann man das sicherlich bemängeln. Ich weiß es, aber ich finde es schon extrem praktisch, muss ich sagen, und möchte es nicht mehr missen. Alter, was machen meine Nachbarn? Auf jeden Fall, ja, super System, ich liebe es und möchte es nicht mehr missen. Und ich fände es natürlich viel toller, wenn es irgendwie eine Webseite von der Regierung wäre, die total gesichert ist und kein Privatunternehmen ist. Fände ich auch besser, definitiv. Aber zumindest aktuell finde ich es einfach nur toll, dass ich Online-Termine ausmachen kann. So, die nächste Sache, die ich nicht mehr missen möchte, ist, dass ich in Frankreich einiges erstattet bekomme, was meine Brille und Kontaktlinsen betrifft. Also in Deutschland kriegt man da keinen Cent erstattet, also zumindest nicht, wenn man kassenversichert ist. In Frankreich kriege ich einen sehr großen Teil meiner Brille komplett erstattet und ich bekomme auch mehrfach im Jahr Kontaktlinsen erstattet. Und das ist für mich eine sehr große Erleichterung. Ich bin sehr stark kurzsichtig und in Deutschland kosten mich Brillengläser jedes Mal ungefähr 500 Euro, was für mich eine riesen Belastung war, gerade als Studentin. Und hier in Frankreich kriege ich das halt einfach für 200 Euro, was immer noch viel Geld ist, aber wenn man vorher 500 dafür bezahlt hat, ist das schon mal eine Erleichterung. Und für meine Kontaktlinsen zahle ich eben auch nur noch die Hälfte. Und ja, das finde ich wirklich, wirklich super. Das wird übrigens nicht alles von der normalen Krankenkasse bezahlt, sondern meistens von der Mutuelle. Das ist so eine Zusatzversicherung, die hier aber fast jeder hat und die auch, wenn man angestellt ist, vom Arbeitgeber bezahlt wird. Und da kommt es immer darauf an, welche Mutuelle man hat. Aber bei den meisten Mutuellen kriegt man auf jeden Fall noch einen Zusatz und auch die Krankenkasse übernimmt einen Teil. Deshalb ja, große Erleichterung für mich auf jeden Fall. Und genauso auch bei Medikamenten. Medikamente sind in Frankreich sehr viel billiger und werden meistens auch bezahlt. Also ich glaube, ich war noch nie beim Arzt und musste hinterher mehr als, weiß ich nicht, 7 Euro für Medikamente zahlen. Und meistens zahle ich gar nichts. Wenn es vom Arzt verschrieben ist, dann zahle ich nicht mal was für Schmerzmittel. Also nicht mal Ibuprofen muss ich dann selber zahlen. Und in Deutschland, weiß ich noch, da war ich immer beim Arzt und dann musste ich danach nochmal 30 Euro in der Apotheke ausgeben für Medikamente. Und das ist hier auch gar nicht mehr so. Also ja, was das Medizinische betrifft, finde ich einige Sachen in Frankreich wirklich viel, viel, viel besser und die möchte ich nicht mehr missen. Das nächste, worauf ich nicht mehr verzichten möchte, sind die Arbeitszeiten, die französischen Arbeitszeiten. Gut, ich bin selbstständig, ich entscheide sowieso, wie viel ich arbeite, aber ich habe mich eigentlich schon ganz gut an die französischen Arbeitszeiten angepasst und habe auch früher schon einen Job hier gehabt, wo ich französische Arbeitszeiten hatte. Das sind in der Regel 35 Stunden statt 40.
Und das ist schon echt viel angenehmer. Also diese 5 Stunden machen schon echt einen Unterschied. Wenn man natürlich nicht dann 1000 Überstunden macht, kommt natürlich immer auf deinen Arbeitgeber und deine Branche an und so weiter. Aber wenn du wirklich deine 35 Wochenstunden machst, dann finde ich das super angenehm. Also fand die Arbeitszeiten immer toll. Meistens hat man hier auch mehr Urlaub und ja, ich hatte das Gefühl, eigentlich arbeite ich wenig und habe sehr oft frei. Und ja, also das Arbeitsleben, was das betrifft, ist sehr viel angenehmer. Allerdings wird man schlechter bezahlt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Die nächste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, sind Aperos und Picknick. Was ist ein Apero? Ein Apero, da trifft man sich vor dem Abendessen und dann isst man Chips oder isst Nüsse oder kleingeschnittenes Gemüse oder irgendwelche Dips und trinkt etwas dazu. Das ist ein Apero. Also das, was wir abends vom Fernseher essen würden, nach dem Abendessen, machen Franzosen quasi davor oder anstelle eines Abendessens sogar. Also das gibt's auch, dass man sich einmal mit Freunden trifft und man isst ganz viele Snacks und trinkt einfach nur und das macht man dann so den ganzen Abend lang. Also das ist ein Apero und ich finde das super cool, das ist so easy going. Jeder bringt ein paar Chips mit und einer kauft Bier und dann hat man schon eine Beschäftigung. Und das finde ich richtig cool und es ist auch nicht so teuer. Und genauso finde ich es voll toll, dass man hier sehr viele Picknicks macht. Also ich glaube, das ist eher was Paris-spezifisches, aber in Paris gehen die Leute sehr viel Picknick im Sommer, weil die Restaurants sind teuer, die Bars sind teuer und dann trifft man sich einfach draußen und picknickt und jeder bringt einfach irgendwelche Chips mit und was zu trinken. Und ja, es ist einfach so easy und man nimmt sich nicht den Kopf, wie sagt man das dann? Man macht sich keinen Kopf, sondern ja, man trifft sich einfach ganz gechillt und macht was Schönes zusammen. Und ja, darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Die nächste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, ist qualitatives Essen. Gut, gerade haben wir über Chips essen geredet, aber Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch richtiges Essen, nicht nur Chips. Ich finde, in Frankreich ist die Qualität von Essen meistens sehr, sehr viel besser als in Deutschland. Und das sowohl, wenn man essen geht, als auch im Supermarkt. Franzosen lieben gutes Essen. Die Esskultur wird hier sehr, sehr, sehr wertgeschätzt. Und man merkt es einfach auch bei der Qualität der Lebensmittel. Also ich glaube, also inzwischen, wenn ich nach Deutschland gehe, ich bin manchmal von manchen Sachen echt schon fast angewidert. Vor allem von so Fertigsoßen und Fertigsuppen, die du selbst im Restaurant noch irgendwie serviert bekommst. Das finde ich wirklich toll in Frankreich und ich habe mich da wirklich dran gewöhnt und man wird dann auch so ein bisschen picky, wie sagt man das denn? Also man wird schon ein bisschen snobbig, ja, man wird ein Snob, was Essen betrifft. Also ich bin dann auch immer so, nee, das ist nicht gut genug, das hätte noch besser sein können, man hätte da noch das und das dran machen können, die Qualität ist nicht gut. So war ich früher nicht, also ich bin sehr, sehr, sehr viel kritischer geworden, was Essen betrifft und liebe mein hochqualitatives Essen. Damit einher geht der nächste Punkt und zwar kann ich nicht mehr auf französische Supermärkte verzichten. Erstens gibt es in Frankreich viel, viel größere Supermärkte, also es gibt hier so Hypermarché, das sind so Riesensupermärkte, sowas wie Real. Gibt es in Deutschland ja auch, aber es ist meistens sehr weit außerhalb, man kommt nur mit dem Auto hin. Und diese Hypermarché, da hast du einfach alles und die sind so cool und du findest halt auch einfach Produkte in 1000 verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter. Das finde ich schon mal cool. Und dann allgemein sind französische Supermärkte meistens einfach sehr viel schöner. Das sind nicht so diese Discounter, wie man sie aus Deutschland kennt, sondern die sind einfach schön gemacht, man freut sich da reinzugehen, es ist ordentlich und sauber. Und schönes Licht und da liegen nicht überall so Kartons rum, so leere, wie bei Lidl und Aldi. Und ja, also man hat einfach hier mehr Freude am Einkaufen, würde ich sagen. Die einzige Sache aus Deutschland, die es hier niemals geben wird und die ich sehr vermisse, ist DM. Also es gibt hier keine Drogerien. Und DM, finde ich zum Beispiel, ist auch so ein bisschen so ein Ort, wo man irgendwie gerne reingeht, wo alles schön ist und man sich wohlfühlt. Und so sind viele französische Supermärkte, würde ich sagen. Die nächste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, ist die Spontanität der Leute hier. Also in Frankreich ist man einfach nicht so ein langer Vorausplaner wie in Deutschland. Also in Deutschland, also ich frage mal Freundinnen, ob sie mich besuchen können und die fragen dann immer schon ein halbes Jahr im Voraus, wann ich denn Zeit hätte. Hier in Frankreich kann man auch mal spontan fragen, hey, hast du morgen Zeit? Oder hey, fahren wir nächstes Wochenende irgendwo hin? Oder hey, fliegen wir in 2 Wochen nach Mexiko? Vielleicht gibt es ja noch billige Tickets. Also man plant einfach nicht alles so elendig lange im Voraus. Und es ist einfach viel mehr Raum für Spontanität da. Und man ist auch nicht so strikt bei Plänen. Also man kann Pläne auch einfach nochmal umändern, über den Haufen werfen, noch was hinzufügen. Das ist alles kein Drama und relativ üblich. Und dadurch ist man viel flexibler und ja, man erlebt auch einfach mehr Abenteuer. Also man macht einfach von heute auf morgen mal irgendwas Verrücktes
Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Die nächste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, ist der TGV, der Train à Grande Vitesse, also die französischen Schnellzüge, die einfach noch viel schneller fahren als der ICE, aus meiner Sicht nicht so oft zu spät kommen und einfach dich so schnell durch Frankreich bringen. Frankreich ist flächenmäßig sehr viel größer als Deutschland und trotzdem kommt man einfach in 3,5 Stunden von hier nach Marseille. Das finde ich so mega, das ist so cool. Du hast halt das Gefühl, Frankreich ist gar nicht so groß, obwohl es das ist. Also wenn man hier mit dem Auto oder mit dem Bus fährt, dann merkt man erstmal, was das für Wahnsinnsdistanzen sind im Gegensatz zu Deutschland. Aber mit dem TGV ist das alles so leicht zu überbrücken und ja, ich finde das total toll, mega faszinierend. Die Infrastruktur hier der Bahn ist auch einfach nicht so alt, das heißt, es gibt nicht so oft Probleme. Und ja, französische Züge, I love them. Die nächste Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, ist kostenloses Wasser. Habe ich schon sehr oft erwähnt. In Frankreich kriegt man immer kostenlos Leitungswasser im Restaurant in einer Carafe d'eau, also einer Wasserkaraffe. So viel man will und man muss kein Getränk extra nehmen. Niemand schaut einen schief an deswegen und ja, man hat nie Durst. Das finde ich wirklich toll und vor allem jetzt, wo in Deutschland auch die Getränkepreise so angestiegen sind, also irgendwie, keine Ahnung, jede Limo kostet 5 Euro gefühlt. Ich weiß nicht, ich habe dann einfach, ich kann ja nicht 10 Limos mir dann leisten und ich habe dann einfach die ganze Zeit Durst beim Essen. Und hier kann ich einfach so viel Wasser bestellen, wie ich möchte. Und das finde ich cool. Und vor allem dadurch trinkt man dann auch einfach nicht so viel zuckrige Getränke, weil das Wasser ist ja kostenlos. Und dann, warum sollte man sich dann eine Cola holen? Das heißt ja, also Carafe d'eau fehlt mir immer ganz, ganz, ganz schmerzhaft, wenn ich hier nach Deutschland fahre. Und die letzte Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, sind die schönen Innenstädte. Und ja, ich weiß, Deutschland ist im Zweiten Weltkrieg viel mehr zerstört worden. Viele Städte wurden zerbombt, man hat vieles wieder hässlich aufgebaut. Das ist auch gar nicht das Thema, ja? Also es geht jetzt nicht nur um die Gebäude, auch wenn die natürlich auch wichtig sind. Also natürlich hast du hier viel, viel schönere Architektur. Aber ich finde auch, die Franzosen gestalten ihre Innenstädte auf eine ganz andere Weise. Also in Deutschland, jede Innenstadt sieht gleich aus, gefühlt. In jeder Innenstadt gibt es irgendwie nur 5 Ketten, die sich immer wiederholen. Also irgendwie DM, Teddy, Rossmann, irgendein Burger-Restaurant, ich weiß schon gar nicht mehr, aber es sind immer dieselben Sachen, habe ich das Gefühl. Und einfach langweilig. Also, und hier gibt es irgendwie noch so richtig viele individuelle kleine Boutiquen, wo du ja, Sachen findest, die du vielleicht nicht in der anderen Stadt findest. Und individuelle Restaurants und nicht nur so Kettenrestaurants und nicht den 5. DM in einer Straße. Und dann, ja, bepflanzen französische Städte oft auch Städte sehr schön. Es gibt also viel mehr Blumen und Bäume und so weiter. Es ist alles schön dekoriert und ja, also kein Vergleich. Also ich finde, französische Innenstädte haben einfach immer so viel mehr Flair. Und es gibt so schöne Möglichkeiten, draußen zu sitzen, auf schönen Stühlen und schönen Tischen. Keine Ahnung. Ich brauche nicht die dreisteste deutsche Innenstadt sehen, die gleich aussieht. Brauche ich nicht. So, das waren also die französischen Dinge, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, in den Kommentaren zu lesen, was ihr an Frankreich toll findet. Und damit sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine!